Herzlich willkommen zu unserer Online-Konferenz Klima Global Challenges, Faktencheck Nachhaltigkeit, die zentrale Rolle der Ozeane. Das Thema heute soll ja die zentrale Rolle der Ozeane sein. In unserem Faktencheck, in unserer Reihe Faktencheck, betrachten wir immer wieder einzelne Nachhaltigkeitsthemen und deklinieren die dann bis auf Fondsebene durch. Das heißt, wir gucken uns Themen genauer an, Nachhaltigkeitsthemen genauer, steigen ein Stück weiter ein. Und das machen wir schon begleitend zu unserem Klima Global Challenges, der jetzt ja gerade sein fünfjähriges Jubiläum zeigt, schon seit einiger Zeit, weil wir ganz klar erkannt haben, dass für Sie als Vermittler das natürlich auch ein wesentlicher Punkt ist, zum Thema Nachhaltigkeit eine Information zu bekommen und aber auch den Schritt von der Nachhaltigkeit bis in den Fonds einmal durchzudeklinieren. Zu meiner Person, Jan-Peter Schott, ich bin bei der Prima Fonds Ihr Ansprechpartner in erster Linie für den Bereich Nachhaltigkeit, aber natürlich auch für unser anderes Mandat. Und als Diplom-Forstwirt habe ich von Haus aus schon so eine gewisse Neigung zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist ein Bereich, in dem ich mich sehr gut auskenne. Und natürlich dann auch immer wieder diese Seminare, wo wir zum Thema Nachhaltigkeit informieren wollen, gerne für Sie halte. Das ist die Agenda, die ich Ihnen heute mitgebracht habe. Zunächst möchte ich Ihnen mal noch einen Hintergrund geben zur Prima Fonds, wer wir sind. Kurzer Überblick über den Prima Global Challenges. Und dann möchte ich auf aktuelle Meldungen in den Medien eingehen. Das ist immer wieder sehr relevant, weil die Kunden ja durch die Medien informiert sind und mit solchen Fragestellungen in die Büros zu Ihnen gegebenenfalls kommen. Der blaue Planet, wie können wir eigentlich den großen blauen Planeten vermessen? Woher haben wir Daten über die Ozeane? Und dann komme ich eigentlich schon in die verschiedenen Beobachtungen, die wir machen. Wir sehen, dass die Ozeane sich erwärmen. Welche Folgen hat denn diese Erwärmung? Wir wissen auch, dass eine große Menge Plastikmüll sich im Ozean befindet. Welche Relevanz hat der Plastikmüll im Ozean? Und natürlich dann wieder den nächsten Schritt, die Best Practice im Portfolio. Welche Unternehmen haben wir investiert und was können Sie mit Ihrem Kerngeschäft beitragen, damit wir diese Szenarien oben ein Stück weit beeinflussen können? Als letzter Punkt dann nochmal Vertriebsunterstützung, Ideen, wie wir Ihnen gerne helfen können und wollen und natürlich unsere Kontaktdaten. Gut, dann steigen wir ein. Zunächst eine Kurzvorstellung der Prima Fonds Service. Unser Motto ist ja in meinem Haus investieren, nicht spekulieren. Wir sind eine kleine Fondsboutique und wir haben im Haus jetzt keine eigenen Fondsmanager, sondern wir mandatieren für unsere Mandate die Fondsmanager. Wir haben zwei Investmentfonds. Das eine ist ein Value-Mandat, das wird von dem Frank Fischer gemanagt. Das andere, unser Nachhaltigkeitsmandat, den Prima Global Challenges, um den es heute geht, das wird von dem Dr. Leber von der Akatis gemanagt. Was ein wesentlicher Punkt noch ist, deshalb möchte ich das gerne hier an der Stelle nochmal hervorheben, dass wir grundsätzlich keine Aktien verleihen. Das ist schon bei uns auf Ebene des Verkaufsprospekts konkret ausgeschlossen. Grund hierfür ist, dass wir Spekulationen gegen unsere Interessen vermeiden wollen. Und auch gerade natürlich im Nachhaltigkeitssektor, wenn wir in ein Unternehmen investieren, immer das Ganze auch als Statement sehen. Wir wollen das Unternehmen fördern und da würde ein Verleihen von Aktien unser Ansinn da konterkarieren. Das Fondsvolumen der Prima Fonds ist derzeit etwas mehr als 125 Millionen Euro. Und jetzt möchte ich Ihnen noch kurz in einem Überblick die Anlagephilosophie des Prima Global Challenges zusammenfassen. Das sind zwei große Nachhaltigkeitsebenen, die für uns eine wesentliche Rolle spielen. Das eine ist, wir haben auf der einen Seite strenge Ausschlusskriterien, das heißt Bereiche, in die wir ganz definitiv nicht investieren. Wir haben da zum Beispiel den Bereich Atomenergie. Wenn man weiter runter geht, sieht man hier auch die gentechnisch veränderte Organismen. Gerade jetzt in China ein Thema, wo halt sogar Versuche an Menschen gemacht worden sein sollen. Rüstung ist ein Thema, die fossilen Brennstoffe, auch hier haben wir ganz klare Ausschlusskriterien gesetzt. Weiter unten finden sich dann die Verhaltensweisen. Das oben waren jetzt die Bereiche, unten sind die Verhaltensweisen. Hier sind Umweltverstöße, Verstöße gegen Menschenrechte oder auch Korruption zu nennen. Vielleicht um das Ganze ein bisschen mit Leben zu untermauern. Der Bereich Atomenergie, das ist natürlich was, was wir schon vor Investitionen immer sehr genau wissen. Da überrascht uns selten was, dass ein Unternehmen plötzlich doch in diesem Bereich tätig ist. Anders ist es im Bereich Korruption, Bilanzfälschung. Hier haben wir auch immer wieder bei investierten Unternehmen, müssen wir sehen, dass wir uns von denen trennen, weil da dann tatsächlich Verstöße, während wir schon investiert sind, noch erkannt werden. Also unterschiedlich, wie diese Ausschlusskriterien tatsächlich im Leben des Fonds sich dann auch ausprägen. Was ein wesentlicher Punkt ist, wir haben auch eine Positivselektion.
Das heißt, die Unternehmen, in die wir investieren, sie müssen mit ihrem Kerngeschäft einen nennenswerten Beitrag leisten zu mindestens einer dieser 7 hier aufgeführten globalen Herausforderungen. Das ist zum Beispiel Thema Klimawandel, Trinkwasser, Waldwirtschaft, Erhalt der Artenvielfalt, Bekämpfung der Armut und nicht zuletzt die verantwortungsvolle Unternehmensführung. Das sind so in einem Kurzzusammenriss ist das, was die Nachhaltigkeitskriterien unseres Prima Global Challenge ausmacht. Wir werden auch gleich sehen, wie einzelne Unternehmen zu den Themen, die ich Ihnen heute mitgebracht habe, wie sie darauf reagieren, wie wir da mit den Unternehmen platziert sind. Jetzt kommen wir zunächst zu den aktuellen Meldungen und es konnte ja quasi besser gar nicht sein. Passend zu unserem Webinar hat auch der Spiegel das Ganze als große Schlagzeile oder als Titelaufmachung sogar. Was mir bei dieser Titelaufmachung besonders gut gefällt, das ist eben halt dieser Dualismus, was der Erde tatsächlich droht. Hier geht es eigentlich um den Anstieg des Meeresspiegels, wie das Ganze begründet ist. Aber auf der anderen Seite auch, was wir konkret dagegen tun können. Also nicht der Fatalismus, sondern auch Handlungsoptionen. Und was dagegen getan werden kann, ist sehr interessant. Da ist der Christoph Schmidt, Chef der Wirtschaftsweisen, beziehungsweise der Ottmar Edenhofer, Umweltökonom und Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, haben da sehr gute Ideen, was wir gegen eine Klimakatastrophe hier in Deutschland bei uns unternehmen können. Zeitgleich findet ja auch gerade die große Weltklimakonferenz in Katowice statt. Und hier möchte ich Ihnen noch einen Namen nennen, und zwar der Name ist Greta Thunberg. Vielleicht dem einen oder anderen noch nicht bekannt, das ist eine Schülerin aus Schweden, die da ganz klar eine Rede gesprochen hat, in der es darum ging, dass die Kinder quasi von uns als ältere Generation erwarten, dass sie einen lebensfähigen Planet über Macht bekommen. Eine andere Meldung, die auch aktuell in den Medien ist, Tagesschau hat 2017, jetzt ungefähr vor einem Jahr, getitelt, dass eine große Bleiche im Great Barrier Reef stattfindet. Im April diesen Jahres kam dann die Meldung über die Tagesschau, dass Australien große Gelder in Bewegung setzt, um dieses Great Barrier Reef zu erhalten. Und das Aktuelle dabei ist, wenn man jetzt mal rechts guckt, das ist vom Klimabüro in Australien eine Karte. Wir sehen da oben Queensland, rote Bereiche, das heißt deutliche Hitzewelle, gerade wieder in Queensland. Die Korallenriffe liegen direkt davor, das Great Barrier Reef, und sehr dicht unter der Meeresoberfläche, das heißt diese Hitzewelle führt wieder dazu, dass wir sowas wie Bleichereignisse in Australien gerade aktuell auch haben. Eine nächste Meldung, die ich Ihnen auch gerne zeigen will, das ist Spiegel Online. Ein toter Wal ist angestrandet worden mit 6 Kilo Plastik im Bauch. Das rechts ist nochmal aufgeführt, was einzeln da in dem Wal gefunden wurde. Plastikseile spielt eine große Rolle. Ein paar Flipflops sind auch in dem Wal gewesen. Diese Meldung ist schon sehr bekannt. Es sind viele Leute, die diese Meldung mittlerweile gesehen haben. Gleichwohl ist es jetzt keine sehr neue Meldung. In 2013 ist ein Pottwal in Andalusien gestrandet, der hatte 17 Kilo Plastik im Bauch. Hier handelt es sich ja auch um einen Pottwal. Also auch diese Tatsache, dass immer wieder große Meeressäuger oder auch Meeresvögel gesehen werden oder wenn sie verendet sind, dann angespült werden mit großen Plastikmengen im Bauch, das ist ein bekanntes Phänomen. Und die Meldung habe ich Ihnen mitgebracht, weil gerade das Thema Plastikmüll bei uns in den Medien jetzt auch sehr stark hochspült. Und ich will Ihnen ein Stück weit zeigen, wie dieser Plastikmüll auch eine Rolle in den Meeren spielt. Gut, der blaue Planet, wir können wir messen. Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht ganz sinnvoll, erstmal einen kurzen Exkurs zu machen, sich zu überlegen, wie können wir eigentlich mit diesem riesen Ozean erkennen, was da tatsächlich los ist. Zunächst mal hier eine Perspektive. Es ist ja fast jedem eigentlich klar, dass 70% der Erdoberfläche tatsächlich die großen Ozeane sind. Aber wenn man einfach mal Google Earth nimmt und die Erdkugel so dreht, dass man nur noch die blaue Seite sieht, dann wird einem das nochmal richtig klar, wie groß eigentlich die Ozeane sind. Wir gucken also hier auf den Pazifik, etwas vom Süden her. Links unten kann man noch gerade so Australien erahnen. Die nächste Grafik, die ich Ihnen zeigen möchte, da sind jetzt lauter kleine grüne Punkte drauf. Und das ist nichts anderes, als dass das aktuell, ich habe das vor 2 Tagen gemacht, das Bild, aktuell die Position von sogenannten Agrofloats sind. Was ist denn nun ein Agrofloat? Ein Agrofloat ist eine Messboje, mit der verschiedene einzelne Daten in den Ozean erfasst werden können. Und man sieht hier sehr weit verteilt, es gibt eine ganze Menge von diesen Agrofloats, fast 4000 sind jetzt
weltweit unterwegs. Und so sieht ein Agrofloat konkret aus. Ich habe mir gedacht, das kann man auch ganz gut mal zeigen. Dieser Agrofloat misst dann verschiedene Größen, wie zum Beispiel die Temperatur, wie den Salzgehalt, aber auch Druck im Meer kann gemessen werden. Dieser Agrofloat funktioniert nach einem ganz klaren Messschema. Das ist hier jetzt einmal dargestellt. Der treibt also in den Ozean, sinkt dann ab auf 1000 Meter, geht dann nochmal weiter runter auf 2000 Meter und misst immer, während er diesen standardisierten Weg geht, misst er immer wieder verschiedene einzelne Parameter und sendet die dann per Funk an Satelliten. Das heißt, wir haben gegenüber früher eine sehr wesentlich bessere Kenntnis von den Vorgängen im Ozean, als das früher war. Der Agrofloat ist jetzt hier so ein Beispiel. Wir haben aber auch wesentlich andere Messbojen noch, die unterwegs sind in den Meeren. Und man muss hier einfach ein Stück weit im Kopf haben, dass mit der großen Handy-Revolution natürlich auch hier eine ganze Menge passiert ist. Wir haben wesentlich leistungsfähigere Akkus, wir haben wesentlich bessere Speichersysteme und auch die Funkverbindungen haben sich deutlich verbessert. Das heißt, die Chance, in Erfahrung zu bringen, was in diesem Riesenozean tatsächlich vor sich geht, ist deutlich besser geworden und neue Messergebnisse führen auch unter anderem zu anderen Einschätzungen in verschiedenen Bereichen. Da komme ich aber auch gleich später nochmal drauf. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, der Erwärmung der Ozeane. Hier habe ich jetzt eine Grafik mitgebracht, die die Weltkugel etwas vom Norden her zeigt. Wir gucken so ein bisschen über den Nordpol auf Nordamerika. Und auch aus aktuellem Anlass habe ich diese Grafik hier sehr gerne genommen. Wir sehen in dunkelblau in Nordost-USA beziehungsweise Kanada gerade eine sehr große Kälteanomalie. Und diese Kälteanomalie hat den amerikanischen Präsidenten dann wieder dazu gebracht, festzustellen, dass der Klimawandel ja wahrscheinlich nun eigentlich doch nicht stattfindet. Und da ist es dann doch hilfreich, wenn man das große ganze Bild sieht. Und das große ganze Bild, da sieht man doch deutlich einige rote Bereiche. Nebenbei gesagt ist die Zeit ja mit den kalifornischen Waldbränden noch nun wirklich nicht lange her. Wir sehen aber unten angegeben die Temperaturabweichung auf der nördlichen Hemisphäre plus 0,7 Grad. In der Arktis sogar noch deutlich wärmer. Das sind Daten vom 22. November. Das heißt, Erwärmung haben wir, gleichwohl immer wieder auch einzelne Bereiche, in denen es deutlich kühler ist. Wichtig ist aber eigentlich, dass es sich in der Arktis deutlich mehr erwärmt. Und dazu habe ich Ihnen jetzt ein Bild mitgebracht von dem arktischen Meereis. Das ist jetzt eine Fotoaufnahme aus dem Jahr 1979. Da sehen wir einen sehr großen Teil des Nordpols um den Nordpol hier im Herbst ist von Eis bedeckt. Und Eis hat die Eigenschaft, weiß zu sein und natürlich sehr viel Wärmestrahlung, die vom Weltall reinkommt, zu reflektieren, wieder in den Weltraum hinaus. Wohingegen wir die Situation jetzt hier am 15. September 2016 haben, deutlich weniger Eismasse und damit sehr viel mehr dunklen Ozean und dunkler Ozean nimmt die Wärmestrahlung, die von der Sonne kommt, deutlich stärker auf. Das heißt hier, diese Erwärmungspotenziale durch die Sonneneinstrahlung ist hier deutlich gegeben. Gerade der Polarbereich, der Nordpolarbereich hat schon auch deutliche Abweichungen, was die Temperatur angeht, nach oben. Ich habe jetzt hier nochmal die Erde von unten dargestellt und zwar einfach auch aus dem Grund, um Ihnen nochmal zu zeigen, welche großen Ozeanmengen halt auch da sind. Wir haben hier unten von Süden aus geguckt den großen zirkumpolaren Strom und da gibt es eine große Menge Tiefenwasser in der Arktis. Durch neuere Messungen, halt auch mit neuen Messbojen, weiß man, dass das Tiefenwasser der Antarktis bisher ungefähr 10% der globalen Erwärmung aufgenommen hat. Also die Ozeane erwärmen sich sehr stark. Gleichwohl ist es so, dass das Wasser oft auch im tiefen Wasser schon die Wärme gespeichert wird. Wichtig ist aber auch natürlich, wenn Wasser sich erwärmt, dehnt es sich aus. Und na klar hat das dann auch was damit zu tun, dass eben nicht nur durch Abschmelzen von Eis, eben kein Meerwassereis, Meerwassereis beeinflusst ja den Meeresspiegel nicht, wenn es abschmilzt. Gleichwohl beeinflusst natürlich die Erwärmung des Wassers, die Ausdehnung vom Wasser, damit steigt der Meeresspiegel ein Stück. Andersrum ist es aber auch so, sobald Eis vom Land ins Wasser rutscht und dann da schmilzt, haben wir natürlich auch noch gegebenenfalls einen Meeresspiegelanstieg. Jetzt komme ich zu den Folgen der Erwärmung. Und zwar gerade, was ich eben schon angesprochen habe, dass Eis auf
den Landmassen abschmilzt. Hier ist ein Beispiel von Grönland. Und zwar haben wir natürlich in Grönland, wie für viele Bereiche, gibt es wieder so Modellrechnungen, wie man ausrechnet, okay, wie sieht das eigentlich aus mit der Bewegung in diesem Eis. Da gibt es verschiedene Modelle. Man hat aber jetzt empirisch ist man gerade aktuell auch hingegangen und hat tatsächlich die Menge des Eises, was ins Meer fließt, konkret gemessen. Also nicht keine Modellrechnung dahinter, sondern ganz klar empirische Messung. Und von den 250 Gletschern, die in Grönland tatsächlich in die Meere keimen, also es ist halt, Grönland ist zu verstehen ungefähr wie so eine große Schüssel, die in einzelnen Bereichen so Spalten hat, und durch diese Spalten kommt dann das Eis von dem grönländischen Eisschild, fließt dann daraus ins Meer. Und da hat man tatsächlich an 140 Gletschern gemessen, wie stark dieser Ausfluss ins Meer ist, und hat festgestellt, das grönländische Eis bewegt sich wesentlich schneller als bisher in verschiedenen Modellrechnungen angenommen. Das grönländische Eis bewegt sich deutlich schneller in das Meer als bisher in verschiedenen Modellrechnungen angenommen. Wenn wir jetzt das Ganze uns nochmal bei der Antarktis angucken, da haben wir zwei Bereiche, die sind hier durch diese gelbe Strichellinie getrennt. Wir haben einmal die Westantarktis, da ist ein anderes Regime, die Ostantarktis ist wieder auch noch ein anderes Thema. Wir wissen seit 2014, dass die Westantarktis in Bewegung ist und dass wir hier so einen sogenannten Kipppunkt erreicht haben, so einen Tipping Point, will ich auch kurz erklären, dieses Konzept, was dahinter steht. Das ist wie das Spannen einer Gitarrensaite. Man kann eine Gitarrensaite spannen, dann wird sie immer höher, höher, höher. Und dann kann man sie wieder lockerer drehen und dann wird sie wieder tiefer. Wenn man aber irgendwann die Saite überspannt, dann reißt sie und dann ist es unumkehrbar. Und das ist in der Westantarktis passiert. Westantarktis, da sind die großen Eisflächen, die quasi wie so Stöpsel vor den Landeismassen auf dem Wasser liegen, die großen Eisschelfs. Da brechen große Stücke raus. Und die Westantarktis bewegt sich definitiv ins Meer. Seit 2014 ist das bekannt. Nun ist in der Westantarktis Eis für 5 Meter Meeresspiegelanstieg, was dort gelagert ist. In Grönland reden wir ungefähr über 7 Meter Meeresspiegelanstieg. In der Ostantarktis ist die Situation noch etwas anders. Da wäre natürlich wesentlich mehr Eis noch. Da würden wir über 50 Meter möglichen Meeresspiegelanstieg sprechen. Gleichwohl ist hier die Situation noch längst nicht so gut untersucht und längst nicht so klar. Wir wissen allerdings auch, dass ein paar Punkte schon bemerkenswert sind. Es ist neulich einer australischen Expedition gelungen, in einer seltenen, aber möglichen eisfreien Zeit mal bis vor den Tottengletscher zu fahren. Tottengletscher ist der größte Gletscher, der von der Ostantarktis ins Meer sich ergießt, und hier die Temperatur des Wassers zu messen. Und diese Temperatur war 2 Grad höher, als das in verschiedenen Modellen bisher angenommen worden ist. Das heißt, auch hier eher eine Richtung, wo wir sagen können, okay, da tut sich auch was, da bewegt sich was. Gleichwohl ist es nicht mit der Klarheit zu sagen, wie in der Westantarktis, wo wir jetzt schon wissen, dass da das Eis sich ins Meer bewegen wird. Die Frage ist immer auch die zeitlichen Horizonte, in denen das passiert. Das ist jetzt nicht so, dass man tatsächlich von einem Meeresspiegelanstieg in dem Sinne Angst haben muss, dass man sagt, okay, wir ertrinken jetzt sofort. Nein, klar, jeder, der klug genug ist, kann sich wegbewegen, aber genau das wird passieren, wenn man sich dann hier anguckt, wie die großen Gebiete, die von vielen Menschen besiedelt sind, dass wir da langfristig einen großen Verlust von großen Städten haben. Die lilanen Bereiche sind diejenigen dicht besiedelten Reiche mit großen Städten drin, wo wir dann wahrscheinlich deutlich Bewegung haben werden, wo die Menschen das Gebiet verlassen werden müssen. Um vielleicht mal eine Zahl zu nennen, seit 1880 haben wir 20 Zentimeter Meeresspiegelanstieg, also der Meeresspiegelanstieg findet schon statt, und wir haben ungefähr pro Grad Erwärmung, was wir nicht schaffen einzudämmen, einen Meeresspiegelanstieg von 2,30 Meter. Das hört sich jetzt erstmal sehr viel an, ist es natürlich auch, aber die zeitliche Komponente ist, dass wir das pro Grad Erwärmung nach 2000 Jahren erreichen. Also durch die Menge CO2, die wir in die Atmosphäre gestoßen haben, erwärmt sich die Erde, und das führt dazu, dass der Meeresspiegel steigt. Dieses CO2, was wir jetzt schon in der Atmosphäre haben, wir haben ja schon ungefähr 1 Grad zum vorindustriellen Niveau, das heißt 2,30 Meter nach dieser Logik, sind schon eine Größenordnung, die wir auf sehr lange Sicht erwarten müssen.
Ein anderer Aspekt ist, hatte ich Ihnen ja auch gerade noch gezeigt mit der Betrachtung von der Südhalbkugel, dass da die großen Meeresströme sind. Hier sieht man nochmal unten die rote Linie, das ist der große zirkumpolare Strom. Und wir haben hier halt auch den Golfstrom dargestellt, der befindet sich dann links oben in der Grafik. Wir haben hier eine Oberflächenströmung und diese Oberflächenströmung wird durch die sogenannte thermohaline Pumpe betrieben. Das heißt Folgendes, die Bewegung in dem Golfstrom wird ausgelöst durch Unterschiede im Salzgehalt und durch Temperaturunterschiede. Wasser treibt nach Norden, im Norden kühlt das Wasser ab und aufgrund des höheren Salzgehalts sackt dieses Wasser nach unten und wie am Gummiband gezogen zieht es dadurch den Golfstrom weiter Richtung Norden. Jetzt haben wir hier zwei Punkte, die eine wesentliche Rolle spielen für die Stabilität dieses Golfstroms. Das eine ist, dass man sieht links oben oberhalb des Golfstroms den grönländischen Umriss, der Umriss von Grönland, dass hier eine große Menge von Süßwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Nordatlantik fließen wird. Und diese Menge Süßwasser führt dazu, dass der Salzgehalt absinkt und damit aber auch diese thermohaline Pumpe sich wahrscheinlich stark abschwächt. Zweiter Punkt ist, dass der Nordbereich sich dadurch, dass das Eisschild nicht mehr da ist, auch erwärmt. Das heißt, diese Temperaturunterschiede, die Abkühlung, die auch zum Absinken des Wassers führt, wird wahrscheinlich auch nachlassen. Und der dritte Punkt, das hat jetzt eher was mit den Messbojen zu tun, ist, dass wir wesentlich genauer mittlerweile über den Salzgehalt im Nordatlantik Bescheid wissen und in alten Betrachtungen, in älteren Berechnungen immer noch ein wesentlich höherer Salzgehalt angenommen wurde. Tatsächlich, faktisch, ist aber der Salzgehalt heute wesentlich besser zu messen und ist deutlich geringer als in alten Berechnungen angenommen. Das heißt, die Sicherheit, dass der Golfstrom weiter besteht, ist längst nicht mehr so stark gegeben, wie das in alten Berechnungen eigentlich immer angenommen wurde. Und der Golfstrom ist ja dafür verantwortlich, dass wir auf unserem Breitengraden in Europa ein sehr, sehr mildes Klima haben. Das heißt, auch hier kann man damit rechnen, dass da gegebenenfalls sich Veränderungen in Zukunft ergeben. Komme ich zu dem nächsten Aspekt, und zwar zu den Korallenriffen. Bei Korallen ist eine Erwärmung von 2 Grad schon zu viel. Und zwar geht es jetzt um die tropischen Korallen. Sie sehen links auf der Grafik dargestellt, die oben in grün eingezeichneten Bereiche, das sind die großen Korallenriffe. Diese großen Korallenriffe sind quasi die Kindergärten für ganz, ganz, ganz viele Fische, die in diesen Bereichen leben, spielen also da eine ökologisch ganz gravierende Rolle. Und um diese Korallenbleichen zu verstehen, will ich das vielleicht ganz kurz erklären. Korallen leben vergesellschaftet mit Algen. Und in dieser Symbiose ist es so, dass wenn das Wasser, die Wassertemperatur sich leicht erwärmt, übernimmt die Alge eine dominante Funktion in dieser Symbiose. Und es führt dazu, dass durch den Stoffwechsel in den Algen Giftstoffe ausgeschieden werden. Die Koralle reagiert dadurch, dass sie sich dann die Alge quasi abstößt. In diesem Moment wird die Koralle weiß, sie selber ist weiß. Durch die Algen nimmt sie erst ihre charakteristischen Farben an. Das heißt, sie lebt noch, ist aber weiß, hat ihren wichtigen Symbiosepartner, die Alge, nicht mehr an Bord, kann dadurch wesentlich weniger Nährstoffe aufnehmen und wird wesentlich vulnerabler gegenüber verschiedenen anderen Risiken, Krankheiten. Und auf Dauer, wenn diese Situation anhält, wird sie auch eingehen, weil sie sich einfach nicht autark selber versorgen kann. Und wir sehen links dargestellt, wie das ist, wenn wir eine 2 Grad Erwärmung haben, die roten Bereiche, da haben wir tatsächlich eine komplette Korallenbleiche eigentlich weltweit. Und wir befinden uns gerade deutlich in einem Bereich, wo Korallenbleichen in Zukunft wahrscheinlich sehr, sehr stark zunehmen werden. Das heißt, nicht nur die Sauerstoffarmut in den Bereichen, sondern auch die hohe Temperatur direkt unter dem Meeresoberfläche, wo die Korallen halt sind, spielt da eine erhebliche Rolle. Und wir können leider davon ausgehen, dass ein großer Teil der Korallen bei den 2 Grad, die wir in Paris festschreiben, dann nicht mehr funktionieren wird. Und die Basis für die marinen Ökosysteme sind halt die Kinderstuben in den Korallen, dass wir da mit Sicherheit ein großes Problem in den Nahrungsketten auch bekommen werden. Nächster Aspekt durch die Erwärmung, das ist der Sauerstoffmangel. Und zwar Todeszonen, die sich im Meer bilden. Auch das Konzept möchte ich kurz erklären. Je wärmer das Wasser ist, desto weniger Sauerstoff
kann es binden. Das ist ein Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Wir haben schon eine deutliche Erwärmung. Der zweite Aspekt, der eine Rolle spielt, ist, dass wir in vielen Küstenbereichen eine sehr hohe Nährstoffüberdüngung im Gewässer haben. Diese Nährstoffüberdüngung führt dann dazu, dass es eine Algenblüte gibt. Diese Algen verbreiten sich dann sehr stark aufgrund des hohen Nährstoffangebots. Und irgendwann kommt es auch zur Zersetzung dieser Algen. Und bei der Zersetzung dieser Algen, da entstehen nun, wird einmal Sauerstoff konsumiert, also Sauerstoff aus dem Wasser entnommen. Und der Zersetzungsprozess setzt dann Stickoxide, aber auch Methane frei. Das heißt auch wieder klimarelevante Gase. Und diese Todeszonen haben halt deutlich, deutlich zugenommen. Das ist jetzt kein Phänomen, dass so eine Todeszone komplett neu ist. Todeszonen hat es in den Ozeanen immer schon gegeben, in sauerstoffarmen Bereichen. Aber die Ausdehnung der Todeszonen aufgrund von Düngereintrag und Temperaturerwärmung hat deutlich zugenommen. Und in diesen Zonen können halt keine Tiere mehr existieren. Und da rechts ist dargestellt so der Sauerstoffgehalt. Und ab 20, also in dieser lila Phase, da ist es dann für Lebewesen einfach nicht mehr möglich, in diesen Bereichen zu existieren. Das führt auch dazu, dass viele marine Tierarten ihren Bereich verändern, in dem sie zu Hause sind. Das heißt, die Fische wandern ab in andere Bereiche, in Bereiche, wo sie erstmal grundsätzlich Sauerstoffversorgung haben, in Bereiche, die halt von der Temperatur wiederum angemessen sind. Der Dorsch zum Beispiel wandert deutlich nach Norden. Das ist dann nochmal eine Frage für die Fischerei. Kann man dann eben diese Fische in diesen anderen Bereichen dann auch überhaupt noch bejagen? Also auch wirtschaftlich gibt es hier dann durchaus Probleme. Und ich habe hier einmal diese Vernetzung der marinen Nahrungskette aufgeführt. Und da haben wir jetzt mehrere Punkte. Das eine hatte ich schon angesprochen, die Abwanderung. Das zweite ist, dass in den Todeszonen natürlich gar keine Tiere mehr vorkommen, die in irgendeiner Art und Weise von Sauerstoff abhängig sind. Und der dritte Bereich, der noch eine ganz erhebliche Rolle spielt, ist, dass von unserem CO2, was wir in die Atmosphäre ausstoßen, große Mengen im Ozean gelöst sind. CO2, Kohlensäure, da wird das ganze Problem deutlicher bei dem Begriff. Kohlensäure führt zu einer Versauerung der Meere. Und wenn man sich überlegt, dass ein ganz großer Anteil des Planktons, gerade des Zooplanktons, aber auch die Ruderfußkrebse und Kieselalgen ein Skelett haben, was aus Kalk besteht, erkennt man auch, wo hier die Problematik ist. Das heißt, diese Basis der marinen Nahrungskette, das Plankton, kann die Kalkpanzer, die Kalkskelette nicht mehr bauen. Und das ist jetzt keine Sache, die uns ganz besonders überrascht. Wir haben so eine Situation schon mal gehabt an der sogenannten Perm-Trias-Grenze. Das heißt, vor 252 Millionen Jahren durch starken Vulkanismus ausgelöst, hohe CO2-Gehalte, starke Versauerung der Meere, da sind 95% der Invertebraten, also der Wirbellosen, also des Planktons, damals ausgestorben. Und dieses ist halt die Basis für die marine Nahrungskette und viele Menschen sind halt darauf angewiesen, dass sie aus dem Meer sich ernähren. Und da müssen wir halt eben auch gucken, dass da kein Zusammenbruch passiert. Jetzt komme ich zu dem nächsten Thema, was ich hier mitgebracht habe, Plastikmüll in den Ozean. Und der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat bei der ersten Ozeankonferenz, die es überhaupt erstmal von der UN gegeben hat, das war 2017, die mahnenden Worte gesprochen, dass wenn wir so weitermachen wie bisher mit dem Plastikmüll in den Weltmeeren, dass wir im Jahr 2050 die Anzahl Tonnen Plastik im Meer höher sind als die Anzahl der Fische und der Organismen, die in dem Meer leben. Also wir müssen da sehr aufpassen, dass die Plastikmenge der Ozeane nicht zu stark zunimmt. Ich habe hier nochmal eine Grafik, die mag dem einen oder anderen schon bekannt sein. Was auch viral gegangen ist, ist links wiederum das Bild. Da habe ich eine Schildkröte, die einen Strohhalm aus der Nase gezogen kriegt. Rechts dargestellt der Great Pacific Garbage Patch. Das ist also ein sehr großer Müllstrudel, in dem sich Plastikmüll versammelt. Man sieht rechts oben an der Kante ein Stück weit den amerikanischen Kontinent. Dieser Müllstrudel umfasst grob geschätzt 80.000 Tonnen Plastik, dreifache Fläche Frankreichs, und das ist nicht der einzige Müllstrudel. Ich habe hier nochmal eine Übersicht über weitere Strudel, die wir haben. Also überall, wo die Meeresströmung Kreiselbewegung machen, bilden sich solche großen Müllstrudel. Diese Müllstrudel sind jetzt wieder eine Sache, die man sehr, sehr deutlich sieht, sehr prominent sieht. Gleichwohl ist es so, dass das Plastik aber auch sich weiter bewegt in den Ozean. Und zwar sinkt das Plastik dann ab und dann ist es eben nicht mehr sichtbar. Das ist dann in der Tiefsee. Das findet statt durch zwei
zwei Mechanismen. Der eine Mechanismus ist, dass die kleinen Plastikteile sich mechanisch einfach aufdröseln, zersetzt werden durch UV-Strahlen zum Beispiel, aber durch Salz auch und durch mechanische Bewegung. Sie werden besiedelt durch kleine Mikroorganismen und werden damit schwerer und sinken auf den Meeresgrund. Ein anderer Weg ist, ein nennenswerter Weg ist, gerade durch solche Tiere wie zum Beispiel Wale, aber auch andere Fische, die das mit Nahrungsmitteln verwechseln, die fressen so viel Plastik, bis irgendwann die Mägen verstopft sind und dann sinken die auf den Meeresgrund und als Kadaver nehmen die natürlich dann diese Plastikmengen mit in die Tiefsee. Eine Menge von dem feinen Plastik, was also die große Menge des Plastiks ist jetzt nicht die, die in den Müllstrudeln ist, sondern da haben wir mehrere Millionen Tonnen Plastikmüll, also 270.000 Tonnen befinden sich an der Meeresoberfläche in zum Beispiel diesen Strudeln, aber es sind Millionen Tonnen, die dann im Gesamt sich in den Ozean befinden und das Verheerende dabei ist, ich hatte es eben schon angesprochen, Plastik wird zersetzt durch Salz, UV-Strahlen und funktioniert dann im Grunde wie ein poröser Schwamm. Und diese Mikroplastikteile nehmen PCBs, DDT zum Beispiel oder chlororganische Verbindungen vermehrt auf und Meerestiere, die nun dieses Plastik verwechseln mit Nahrungsmitteln, wiederum nehmen dieses Plastik auf und dann reichert sich das in der Nahrungskette an. Der nächste größere Fisch, der den kleine Plankton frisst, hat dann noch mehr von diesen schwer abbaubaren Verbindungen in sich und so reichert sich das in der Nahrungskette sehr stark ein. Das heißt, es fällt uns im Grunde genommen auch wieder auf die Füße, dass wir das Plastik in den Meeren haben. Was ich einen ganz interessanten Aspekt noch dabei finde, dass die Plastikglomerate auch versteinern, dass wir dann ein sogenanntes, ja, das Plastikglomerat bekommen. Das ist ein Gestein, was mit Plastik zersetzt ist, durchsetzt ist. Und das wird wahrscheinlich ein Hinweisgestein sein, wo man später unsere Zivilisation dran erkennen können wird. Das Anthropozän, wo halt vermehrt Plastik auch im Gestein sich wiederfindet. Das zu dem Plastikmüll im Meer. Jetzt möchte ich gerne auf das Best-Practice-Beispiel im Portfolio einsteigen. Das heißt, was haben wir für Unternehmen im Portfolio, die genau in diesem Zusammenhang da mit ihren Kerngeschäften einen nennenswerten Beitrag leisten. Da habe ich Ihnen einmal die Firma Interface mitgebracht. Die hat dann eine sehr, sehr klare Verbindung. Interface ist ein Unternehmen, was Teppichbodensysteme herstellt. Und diese Teppichbodensysteme werden in erster Linie aus Plastikabfall recycelt. Und nicht nur direkt Plastikabfall, sondern auch konkret aus dem Meer. Fischernetze setzen die mit ein und machen daraus neue Teppichbodenfliesen. Auch alte Teppichfliesen setzen sie ein. Das ist also Interface. Das ist hier ein konkretes Beispiel, wo Plastikmüll vermieden wird oder Plastikmüll recycelt wird. Ein anderes Beispiel, was ich hier mitgebracht habe, auch neu im Portfolio seit einiger Zeit, ist die Rockwool International. Warum habe ich die mitgebracht? Rockwool stellt Dämmstoffe her und Dämmstoff gilt als quasi einer der Haupthebel zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Verringerung des CO2-Ausstoßes, weil wir durch Dämmung ganz maßgeblich im Winter natürlich wesentlich weniger Energie brauchen, um zu heizen. Das ist hier intuitiv klar, aber auch in den südlicheren Bereichen, wo oft Klimaanlagen angesetzt werden, deutlich weniger Energie brauchen, um da entsprechende Temperaturen zu erreichen. Deshalb gilt eigentlich Dämmmaterial als einer der ganz großen Hebel, um den CO2-Ausstoß und damit quasi so den Kern dessen, was ich hier vorgestellt habe, ein ganzes Stück einzudämmen. Nachhaltigkeit rechnet sich nachweislich. Das ist das Zitat von Dr. Leber, unserem Fondsmanager. Wenn man sieht, wie stark diese Themen sind, die da das Thema Nachhaltigkeit treiben, was ich heute vorgestellt habe, dann weiß man auch, dass zum Beispiel durch Katowice ganz klar wird, dass wir 2050 zum Beispiel, weil Frankreich und ich glaube, es war noch ein Land dabei, haben dann gesagt, sie wollen aus dem fossilen Verkehr aussteigen. Das ist auch unbedingt nötig, dass wir das machen. Und wenn wir da in dem richtigen Bereich investiert sind, rechnet sich das auch. Also Nachhaltigkeit hat als Investmentschema die gleiche Größenordnung erreicht wie das Thema zum Beispiel Value Investing. Dass sich das auch tatsächlich in unserem Fonds finanziell niederschlägt, dass Nachhaltigkeit ein sehr gutes Konzept ist, sieht man hier. 2018 stehen wir jetzt mit 7,8% positiv da. Über 5 Jahre haben wir 8,85% erzielt. Also unser 5-jähriger Geburtstag wird gerade sehr durch versüßt, dass auch die Performance sehr schön ist. Und dadurch haben wir uns dann auch hinreißen lassen und
machen eine prima Baumspendenaktion. Durch Pflanzen von Bäumen hat man ja ungefähr die effektivste Möglichkeit, in den CO2-Kreislauf einzugreifen. Und für jede Eimeranlage, die Sie in den Prima Global Challenges jetzt noch bis 31.12. machen, pflanzen Sie einen Baum, und zwar in einem Mischwald, Projekt Weißensand, das liegt im Vogtland in Thüringen. Und eine sehr einfache Möglichkeit, Sie können das mal auf unserer Homepage googeln, wie man da einfach einen Antrag hochladen kann. Und dann kriegen Sie auch eine Urkunde für Ihren Kunden, dass da für die Anlage auch einen direkten Baum gepflanzt worden ist. Wenn man jetzt nochmal die Performance des Prima Global Challenges anguckt zum MSCI World, dann sieht man auch hier, dass das Thema Nachhaltigkeit sich finanziell lohnt. Rot sind wir, blau ist der MSCI World. Ich habe noch andere Indizes wie den DAX oder den Eurostoxx. Da hängt natürlich etwas der Vergleich, wir sind ja weltweit investierend. Aber man sieht halt auch hier, dass Nachhaltigkeit ein Trend ist, der sich deutlich gegenüber dem ganz normalen MSCI World lohnt. Wenn man das mal im Verhältnis setzt zu anderen Fonds, die das Thema Nachhaltigkeit für sich beanspruchen, dann sieht man auch hier, dass wir dieses Jahr doch deutlich positiv stehen. Die meisten großen Konkurrenten können das nicht ganz so darstellen. Und seitdem wir die Strategie einsetzen, sieht man halt auch, dass der Prima Global Challenge sich wirtschaftlich sehr lohnt. Wir haben jetzt auf der Seite der Auszeichnung, die ich auch immer gerne zeige, dass unsere Nachhaltigkeit natürlich auch von dritter Seite anerkannt und ausgezeichnet ist. Wir haben das FNG-Siegel wieder neu 2019 bekommen. Wir sind ja seitdem das FNG-Siegel am Markt ist mit dabei. Wir haben aber auch eine neue Auszeichnung, Stiftungsfonds des Jahres 2019. Also auch im Bereich der Stiftung wird das Prinzip unseres Fonds der strengen Nachhaltigkeit und die gleichwohl dann aber aus den benannten Gründen auch wieder eine vernünftige finanzielle Performance, im doppelten Sinne vernünftige finanzielle Performance bringt. Deshalb sind wir als Stiftungsfonds des Jahres 2019 auch ausgezeichnet worden. Dieses Prinzip, dass die große Erbengeneration heutzutage auch wirklich wissen will, was mit ihrem Geld passiert. Sie möchte zunächst mal wissen, wo ist mein Geld investiert, in welche Firmen. Und wir können dazu noch liefern, was für globale Herausforderungen bedienen wir denn. Wir können zum Beispiel darlegen, dass wir einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck haben als ein Vergleichsportfolio von MSCI World. Das sind solche moralischen Erträge, die können Sie direkt auch Ihren Kunden zeigen. Und damit haben Sie natürlich Ihren Kunden sehr gut abgeholt. Er weiß in dem Moment Eigentum verpflichtet und kann das auch tatsächlich konkret mit dem Konzept umsetzen. Ich komme zum Fazit, was den Global Challenges ausmacht. Wir haben die Nachhaltigkeit eigentlich durch drei Säulen sichergestellt, eingangs schon die Ausschlusskriterien dargestellt. Natürlich ein grundsätzliches Screening, den absoluten Best-in-Class-Ansatz. Also nicht unter Blinden ist der einäugige König, sondern entweder ganz oder gar nicht. Also entweder ist das Unternehmen nachhaltig und erreicht alle Kriterien, die wir gesetzt haben, oder eben nicht. Und wir haben die Positivselektion. Und das bedeutet dieses Impact-Investing. Die Unternehmen müssen auch mit ihrem Kerngeschäft einen nennenswerten Beitrag leisten. Nehmen Sie das Beispiel Interface Recycling von Plastikmüll. Plastikmüll ist eine der großen Herausforderungen für den marinen Kreislauf. Die ISS Ökom liefert die Nachhaltigkeitsanalyse, beziehungsweise der Dr. Leber als Fondsmanager. Was wesentlich noch ist, dass Nachhaltigkeit nur funktioniert, wenn man das auch tatsächlich offenlegt, was man tut. Wir haben 100% des Portfolios immer veröffentlicht, jederzeit mit einem Exposé auf der Homepage auch einsehbar. Sie können sich das jederzeit abrufen. Und dass die Performance im Vergleich zur Peer Group auch eine ganz ordentliche ist, konnte ich Ihnen ja an der Stelle auch zeigen. Jetzt möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, wie wir gerne Sie im Vertrieb unterstützen wollen. Wir haben uns überlegt, wir bieten sowas wie Partnerwebinare an. Das heißt, Sie kommen auf uns zu und wir sprechen mit Ihnen ab, wie ein Webinar für Ihre Kunden gestaltet werden kann. Wir halten dann das Webinar. Gegebenenfalls können Sie als Moderator auftreten oder auch in einem Interviewstil uns zum Thema interviewen. Value Investing bzw. nachhaltige Geldanlage sind die Themen. Kommen Sie da einfach gerne auf uns zu, sprechen Sie uns an. Die Abwicklung für dieses Webinar übernehmen wir kostenfrei für Sie. Ansonsten möchte ich hier noch meine Kollegen vorstellen, den Matthias Zacher und den Thomas Helena. Wir stehen Ihnen natürlich auch gerne für Beraterrunden oder für Referenten, für Kundenveranstaltungen zur Verfügung oder wenn Sie andere Ideen haben, wie Sie gerne auf Ihre Kunden zugehen wollen oder wie Sie zum Thema Nachhaltigkeit oder auch Value Investing sich da weiter informieren wollen. Kommen Sie gerne auf uns zu, wir sind dafür jede Idee offen. Ich möchte Sie im Nachgang noch einladen. Am 16. Januar wird der Frank Fischer unseren Value-Fonds nochmal
darlegen vor dem Hintergrund, warum Hoffnungen auch trügerisch sein können. Gerade laufen die Märkte wieder, aber Vorsicht ist sicher geboten. Danach kommt noch mein Grundlagenwebinar zum Global Challenges, wo ich dieses Nachhaltigkeitssystematik durchdekliniere. Der Thomas Helena wird dann nochmal den Klima globale Werte darstellen, auch als Grundlagenwebinar. Wir haben zwei Tranchen, die Sie vom Prima Global Challenges einsetzen können. Beide Tranchen sind mittlerweile mit der gleichen Mindestanlage bei fast allen Banken versehen. Wir haben es hier noch stehen, weil es formell die 250.000 in der institutionellen Tranche sind. Also wenn Sie als Honorarberater zum Beispiel lieber das Ganze über Honorar abwickeln und auf eine Vergütung über die Verwaltungsgebühr verzichten wollen, dann ist das hier eigentlich auch bei jeder Depotbank mittlerweile machbar. Hier nochmal die Kontaktdaten von uns. Und natürlich wesentlich auch immer der Disclaimer, den ich Ihnen zeigen muss. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und lade Sie nochmal herzlich zu unseren zukünftigen Webinaren ein oder gebe Ihnen gern nochmal den Hinweis, sich auf unserer Homepage für Nachhaltigkeit in 8 Minuten, da sind dann auch immer aktuelle Vorgänge, die unseren Fonds direkt betreffen, mit drin, dass Sie sich dazu anmelden, wenn Sie da weiteres Interesse haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche einen schönen Tag. Auf Wiederhören.